Herzlich willkommen, liebe Freunde des Survival Horrors. Ich bin euer Chojin und wir spielen Resident Evil 1 in der Remastered Version. Beim letzten Mal hatten wir einen weiteren Schlüssel bekommen, den wir auch anwenden können, um zu einem starken Bossgegner zu kommen, den ich einfach nicht vergessen konnte, auch wenn es über 20 Jahre her ist, weil die Schlange ist schon, ja, einer der Bossgegner oder Mini-Bossgegner, den man einfach nicht vergisst. Also wir müssen hier ins Stockwerk da unten, der recht untere Teil, wo es rot ist. Da steht, ich müsste eigentlich noch was machen, weil ich das Gegengift noch nicht gefunden habe, vermute ich mal. Das ist irgendwie entweder verbuggt oder ich habe es irgendwie nicht geschnallt. Ich habe keine Ahnung. Und da steht sogar noch, dass wir irgendwas verbleibend machen müssen, wo die... Was war denn da? Da habe ich das Feuerzeug bekommen in dem roten Raum. Weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall wollen wir die Treppe rechts hoch. Ob das so gut ist? Ich habe keine Ahnung. Wir sind sehr stark bewaffnet. Sehr wahrscheinlich wird das ein Let's Fail-Video. Mal schauen, wie oft. Weil der war schon sehr stark gewesen, der Gegner. Aber wir haben Granatenwerfer bei. Wir haben 6 weitere Säuregeschosse dabei. Also 12 Granaten. Und 15 Schuss für die Schotti. Das ist natürlich die Frage... Wie viel treffen wir? Wir haben 2x komplette Heilung. Das könnte uns ja auch was helfen. Also wie gesagt, der Raum hier ist noch als rot angezeigt. Das heißt, hier muss man noch irgendwas drin machen. Ohne Griff, ja. Gehen wir von der anderen Seite, kein Problem. Aber jetzt frage ich mich, was habe ich in dem Raum liegen lassen? Hier gibt es noch was zu machen. Ist ja wahrscheinlich ein neuer Gegner drin. So, seht ihr irgendwas blinken? Schallplatte Jupiter. Oh, da ist noch ein Buch gewesen. Botanik, Verwendung medizinischer Kräuter. Es ist allgemein bekannt, dass vielen Pflanzen Heilkräfte zugeschrieben werden. Seit Urgedenken heilen Menschen Wunden und Krankheiten mit verschiedenen Pflanzen. In diesem Buch untersuchen wir 3 Kräuter, die in den Arklay Mountains wachsen. Aber es ist seltsam, ne? Ich habe so viel da rumgeklickt an dem Schreibtisch und zeigen deren medizinische Eignung auf. Jedes Kraut weist eine unverwechselbare Farbe auf und zeichnet sich durch einen eigenen medizinischen Nutzen aus. Das grüne Kraut stellt körperliche Kraft wieder her. Das blaue Kraut neutralisiert natürliche Giftstoffe. Aha. Nicht, dass das so gemacht ist, dass ich erst das Buch lesen muss und dann die blauen Kräuter irgendwo entdecken kann. Das rote Kraut alleine hat keine Wirkung. Wird es jedoch dem grünen oder roten Kraut beigemischt, so verstärkt es deren Wirkung. Kennen wir. Sie sollten allerdings ruhig selbst experimentieren, denn wahres Wissen wird am besten durch eigene Erfahrung erworben. Seiten sind leer. Ist auch nicht mehr rot, der Raum. Echt? Das lag nur an diesem Buch. Ja, eigentlich wussten wir das schon vorher, ne? Ah, falsch gegangen. Ja, ist auch nicht mehr rot, deswegen. okay. Also nichts Gravierendes. Ah! Heißt das auch, weil da 2 Pflanzen noch liegen? Das kann sein. Wir werden auf jeden Fall gleich was verlieren an Energie. Vermute ich ganz stark. Das heißt, die 2 Pflanzen, die hier in dem Raum sind, also da, wo ich jetzt gerade reingehe, ist auf der Map noch ein roter Raum. Und sollte es an diesen Pflänzern liegen, wird das kein Problem sein. Die werde ich gleich aufheben. Weil wir verlieren bestimmt jetzt Energie. Bloß nicht in Panik verfallen. Leichter gesagt als getan. Legen wir los. Obwohl, warte mal. Wenn es mich erwischt oder so, kann ich auf Elektroschock gehen? Moment mal, prüfen. Betäubungsgewehr zur Selbstverteidigung. Damit können sie einen Angreifer vorübergehend lahmlegen und verwirren. Betäubungsgewehr. Das ist ja auch lustig. Das wäre nämlich super, wenn das dann lahmgelegt ist.
Oh. Tja, er sagte ja, vergiftet, Schlange. Hallo? Ich hab ein bisschen Schiss. Eieiei, ja, das nennen wir mal eine Schlange, was? Geil gemacht. Aua! Du Mistvieh. Ah, shit. Wie sieht's aus? Gar nicht gut. Wir sind vergiftet. Aber wir haben auch noch kein gelbes Kraut gefunden, deswegen. Oh, shit. Vorbeigeballert. Leer. Da hinten ist irgendwas am Blinken. Das können wir uns gleich holen. Okay, kombinieren wir das mal damit und haben ein paar Säurepatronen. Ja, toll, ich sehe nichts. Das ist nicht gut. Hallo, Kamera! Bitte dich. Doch nicht sowas jetzt. Oh Gott. Ja, toll. Oh, Säure ist super. Habt ihr das gesehen? Oh, sie ist noch da. Sie zieht sich zurück. Ungezieferbekämpfung. Aha. Muss ich die nicht töten? Ich habe das anders in Erinnerung. Das ist seltsam. Kann ich die gar nicht töten? Jetzt die Frage, hat das direkt so reagiert wegen der Säure? Ich denke mal, es hat schon viel Schaden gemacht, was wir hier verballert haben. Okay, wir wechseln mal da drauf wieder. Alles genau abklappern. Wir haben die letzte Maske, wissen also haargenau, wo wir hin müssen. Sieht wie erledigt aus. Ich habe das Problem, ich bin vergiftet und habe kein gelbes Kraut. Oh, Scheiße. Poisoned serum. Wenn das mal nicht Barry ist. Da. Haben komplette Energie. Und natürlich die zwei Pflanzen jetzt nicht mitgenommen. Legen erstmal diese dicke, dicke Wumme weg. Ja, doch, hier oben hin. Zu den zusätzlichen Brandsätzen. Schotti mit ganz viel Zusatzmunition. Brauchen wir eigentlich nicht. Obwohl, haha, das habe ich jetzt wieder im Bosskampf da. Das ist jetzt die Frage, dann wäre der Granatenwerfer natürlich nicht schlecht. Das weiß ich nicht.
Ja, das Holzteil. Keine Ahnung, ob das gebraucht wird. Das hier der beste Weg sein. Wollen da oben nicht an der Leiche vorbei. Hier habe ich nämlich alle auch niedergemacht. Dürfte ja keiner sein von den zwei mehr, die sich irgendwie mich angreifen können. Ich hoffe, die Shotty reicht aus und es ist kein zu starker Gegner. Wenn man nicht gespeichert, müsste ich nochmal den Kampf mit der Schlange machen, der eigentlich ganz gut eigentlich geklappt hatte. Aber die Steuerung ist auch besser als beim Original. Das muss man natürlich auch bedenken. So, ich vermute, das ist der Wächter, dem das Feuerzeug gehört. Was? Verfluchter, zeig dich! Warum auch jemand so ein Gefängnis baut, wo man die vier Masken braucht und da angekettet? Keine Ahnung. Oh, der ist sogar aufgegangen. Hahaha. Oh oh. Ja, ich weiß. Oh nein! Ah, toll, wir haben schon mal vorbeigeschossen. Nö, 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 du stehst bestimmt nochmal auf. Da falle ich nicht drauf rein. Das kann es ja nicht gewesen sein. Autsch. Bitch. Ja, Elektroschock, genau, so sieht's aus. So, direkt mal abfackeln. Geht nicht. Das heißt, du lebst noch. Nee, er ist tot. Shit, hätte ich nicht nochmal schießen sollen. Oh, hier liegt Muni. Thank you. Die lag da aber nicht vorher, oder? Muss mit aus der Kiste gesprungen sein. Hier ist etwas. Stein- und Metallobjekt mitnehmen. Ja, aber sicher doch. Das kann natürlich auch für die Tür sein. Ja, weiß ich nicht. Nee, nee. Ah, richtig. Da stand ja, dass der Verfluchte im Sarg das hat. Da müssen wir also jetzt hin. Das war ganz im Nordosten auf der Map. Da können wir hier abkürzen, oder? Warte mal schauen. Ja, gehe ich hier durch, bei den Bildern vorbei, bei den Vögeln und bin eigentlich direkt da. Das müsste gehen. Wollen wir es hoffen. Ah.
So, ach so, lesen Sie das besser nochmal. In der Einbuchtung steht geschrieben, der Schänder des verfluchten Sarges. Hallihallöchen, wenn das mal nicht passt. Bams. Noch mehr Schotti. Das kann nie schaden. Her damit. Lauter Dinge für Gärtner. Hier scheint es nichts Nützliches zu geben. Hier hinten ist noch ein First Aid. Oh, es geht hier irgendwo runter. Da haben wir nochmal einen Elektroschock. Oh, ich wollte da nicht rein. Ich wollte das First Aid nehmen. Innenhof. Ach du Schande. Wir haben im Gebäude noch gar nicht alles gemacht. Aber sehr wahrscheinlich muss ich den Schlüssel vom Gärtner oder sowas kriegen, damit ich drin weiterkomme. So. Ich habe noch eine zusätzliche Heilung bei mir. Ich glaube, ich lasse das mal da liegen. Wir schauen mal, was wir hier drin noch haben. Hier war doch noch... zwei Türen. Okay. Okay. Alles klar. So viel dazu. Oh! Scheiße! Ein Hund! Greift nicht an. Warum nicht? Weil er will, dass ich in Nahkampf komme und dann sterbe. Einer? Drei? Verfluchte Hacke. Und die Perspektive ist wieder mal scheiße. Ja, ist klar. Ist klar. Sag mal, wieso geht das nicht? Der schießt doch nicht nochmal. Ich habe tausendmal draufgehauen. Das ist echt komisch gemacht mit denen. Außerdem ist das voll die Munitionsverschwendung mit der Shotty gegen die. Und hier ist irgendwo noch einer, ne? Ich glaube, ich muss den Sprung abwarten von denen. Weil wenn ich auf die schieße, fallen die irgendwie nicht um. Da geht's weiter und es ist auf. Ne, 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 dann schauen wir uns erstmal hier weiter um. Smash-Budding. Aber hier ist nichts. Was ist das? Können wir nichts machen. Map sagt uns, das ist rot. Wir können da wohl später irgendwo hin. Könnte der Aufzug sein. Sieht aus wie ein Springbrunnen, aber es fließt kein Wasser. Wir müssen also hier Wasser laufen lassen. Mist, es ist spät, ich muss pennen. Aber ich habe auch keinen Speicherpunkt hier irgendwo. Voll das Problem.
quadratisches Loch. Jo. Das heißt, wir müssen irgendwo eine Kurbel finden. Oh Gott, wir müssen durchs Wasser. Geht nicht. Ja, das wird eine Art Brücke sein, die hier hochgezogen wird. Können wir also erstmal nicht weiter. Muss irgendwo anders sein. Sehr wahrscheinlich auf dem rechten Pfad. Ich sollte, glaube ich, nochmal rein und sollte mir die Pistole holen. Das ist eine riesen Schussverschwendung hier bei den Hündchen. Falls da jetzt gleich nochmal welche kommen. Das mitnehmen? Ja, warum nicht? Ja, und wir haben blaues Kraut. Prüfen. Ein besonderes Kraut. Kombiniere damit. Kann ich das eigentlich jetzt mitnehmen? Ich habe nämlich jetzt zwei. Ich müsste eigentlich woanders hingehen können. Aber das muss ich noch testen. Was sagt die Tic-Tac? Die sagt, ich müsste mal zum Ende kommen. Also, wir suchen jetzt nochmal den nächsten aus, der eigentlich direkt hier sein müsste irgendwo, oder? Ja. Hier rein und dann sind wir direkt da. Damit ich mal wieder speichern kann. Aber schön viel geschafft. Echt, echt cooles Spiel. Macht sau viel Spaß noch. Das legen wir mal hier rein. Spezielle Mischung. Ich weiß, wo ich die brauche. Wir nehmen auf jeden Fall die Pistole mit. Falls wir mal auf ein paar Hündchen treffen. Da ist so eine Pistole ganz gut. Zusatzmuni brauchen wir nicht. Ein Farbband, ganz klar zum Speichern jetzt. Ja, das Teil, keine Ahnung. Wir hatten noch wo was. Wir hatten noch so ein Windsymbol bekommen. Windwappen. Ich vermute, dass wir beide brauchen und dann die Tür in der Haupthalle damit öffnen können, wo das Gitter ist. Da waren zwei Stück davon. Frage ist, ob ich das vorher machen will. Oder ob ich jetzt hier Richtung Garten das Haus verlasse schon. Ist ja wahrscheinlich sogar sinnvoller, das mitzunehmen. Ich probiere das mal aus. Aber wir speichern erstmal und das mache ich an einem anderen Tag. Weil es ist sehr spät und tief in der Nacht und ja, ich bin etwas müde und muss gleich schon wieder aufstehen eigentlich. 9. Speicherstand. Ja, bis demnächst, euer Chojin.